Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarz. Ich höre schon eine Melodie. Ja, ich möchte wechseln. Ja, sowas aber auch. Ich hätte schon fast Bertram eingesetzt. Nö, Rolling Bob macht's. Ich vermute einfach mal, es ist Bell. Keine Ahnung, weil Grillmack macht bei Sharon sehr wenig. Ja, es ist auch Bell. Das soll also heißen, den Ort hat er geholt. Naja, okay. Erstmal sind Grillmack vor. Ja, ein Volltreffer, cool. Leider erzählen wir unserer Dingens nur Kassete. Ich hab verloren, wo ich mit dir trainiert habe. Ja, reicht halt nicht. Arsch doch! Was? Als Pokémon-Trainer, was? Als Pokémon-Trainer mag ich wohl nie das Format von dir oder Champ und Olivia erreichen, aber wenn ich meine Reise nach Aventia angetreten habe, bin ich bereit, mit vielen Menschen begegnen und konnte mir Menge Gedanken darüber machen, was ich als erreichen will und kann. Die Pokémon, die ich mir so viele neue Erfahrungen beherrscht. Was? Als mein Pokémon weggenommen wurde, war es furchtbar für mich. Trotzdem bin ich sehr froh, die Reise angetreten zu haben. Zu haben? Schreibt man das so? Mit meinem Pokémon zusammen zu sein, ist für mich auch wichtig. Naja. Wir beiden sind bestimmt bald wieder im Weg laufen. Macht's gut, Vader. Ja. Leider werden wir uns noch über den Weg laufen. Naja, Stratos City. Das New York. Der Pokémon. Und eine Sache, ich habe Stratos City nie verstanden. Da komme ich jetzt nochmal kurz zu. Und zwar, wenn ich hier unten in die Gasse reingehe. Ich mal gucken, wie viele Leute hier unterwegs sind. Das ist ja nicht mehr ganz normal, wie viel hier los ist. So, wenn ich jetzt hier kurz den Screen verlasse, bupp, nichts mehr da. Da finde ich aber richtig gut, was die im Pokémon XY gemacht haben. Da ist Illumina City ja... naja, Illumina City spielt mit Stratos City, wenn man sich sowas mal anschaut. Um es kurz zu sagen, Stratos City ist nichts gegen Illumina City von XY. So, mal ganz kurz auf die Box gucken, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe etwas gefangen. Wobei, kann er gar nicht theoretisch. Er hat auch nicht. So, aber ich weiß schon, welches Pokémon ich mir als nächstes holen werde. Hihihi. Denn wir sind schon, ja, nahezu da. Ich kann mir schon mal langsam einen Spitznamen dafür. Ich glaube, ich habe schon einen Namen dafür, aber... ich muss noch meinen Namen überlegen, wenn ich schon mal dahin gehe. Aber im Moment, ich weiß schon mal, was ich fangen will. Ein cooles Pokémon auf jeden Fall. Eins, was uns auch deutlich helfen wird demnächst. Mal kurz überlegen, wie nenne ich es denn? Genau, wir sind ja auf der Route 4. Ist der Typ da ein Trainer? Nö. Hi, Sharon. Vader, ich hab den Tag herbeigesehen, an dem du endlich den Kifferorden eine Weile hinten hältst. Du hast mir einen Kampf aus, wer von uns beide Stärke drin ist. Ich wollte eigentlich ein Pokémon fangen, nicht mit dir kämpfen. Was? Du hast schon 4? Du hast auch ein Dusselgur. Ha, ha. Nuhup. Ich hab schon Navitaub. Oh, hat noch 2 Level bekommen aufgrund der Arena-Kämpfe. Cool. Da wäre kein Elektro... Obwohl, wir haben ein steines Pokémon zum Einsetzen. Vielleicht soll ich mir mal merken, womit die einzelnen Rivalen mit ihren Pokémon anfangen, damit ich dann demnächst auch gut predikten kann, so recht zu Beginn. Ja, schade, dass Sandsturm Rolling Bob überhaupt nichts anhaben kann. Und den Screener wollte ich gerade überhaupt nicht. Ja, Windschnitt gegen Gesteins-Pokémon, ernsthaft. Selbst wenn du einen Volltreffer gemacht hättest, was mich ja nicht wundern würde. Es wäre. Ja, danke, dass du uns einmal getroffen hast. Grrr. Ah, komm, halt ein Tackle, reicht auch aus. So, ein Level-Up für Rolling Bob. Nein, nicht scheiße. Ein Vegimak.
Ich lass mal weiterkämpfen, damit die Rolling Bot ein Level abbekommt. Irgendwas sagt mir in meinem Kopf, es entwickelt sich auf Level 20. So, ich erwarte jetzt direkt eine Pflanzenattacke und dann setzen wir einfach mal die Kaktorbe ein, oder? Ja, würde ich mal sagen. Ist das Sinnvollste. Ziemlich obvious. Na gut, sonst kriege ich zwar Schaden, aber ganz ehrlich. Oh, wir können Scanner. Was habe ich nochmal verlernt? Druckt's. Nee, zu kippert er noch. Irgendwas Unwichtiges, ich glaube Heuler oder sowas, oder Silberblick. Wow. Ja, schade, dass du später dran bist wie ich. Setz einen Trank ein, weiß ich nicht. Nö. Und tschüss. So, ist wohl überhaupt schon mein Level höher? Eisenabwehr. Nö. Nein. Nein. Auch mal nicht. So, was kommt jetzt? Verkuckel. Ah, die Entwicklung. Ja, Warning Bob halt, ne? Naja, es muss halt ein Schwein sein, ne? Ah, fuck, ich hab was vergessen. Da war ja was. Das Ding ist ja jetzt auch Kampf. Deswegen macht mein Fels auch nicht mehr so viel Schaden. Oh, ein Volltreffer, cool. Ah, Citrobeere. Ja. Macht nix. Wow. Das sind die Schaden. Okay, ich erwarte einen Trank, dann setze ich jetzt wieder die Kaktorbe ein. Ne, kommt kein Trank, okay. Na, vergessen das Ding, als auch Kampf wird. Hm. Ernsthaft? Nein, Igler. Hätte ich mir Rolling Bock sogar schaffen können. Ob das vielleicht schon reicht? Ja, die Kaktorbe ist stark. Ich glaube, ein Level der Kaktorbe sollte man erstmal sein lassen, weil sie overrated wird. Ja, overleveled wird, meine ich. Aber in diesem Rennen können wir sie nicht gebrauchen. Ah, endlich mal ein Pokémon, wo ich auch den Zellet einsetzen kann. Normal Unlicht sogar? Oder nur Unlicht? Ich weiß nicht, was die Katze ist. Auf jeden Fall, der Zellet ist da perfekt gegen. Ah, Doppelkick. Wow, ernsthaft? Gegen den Kampf-Pokémon eine Unlicht-Attack einzusetzen. Auch wenn es ein Volltreffer war und durch meinen Counter ein bisschen höher geht. Ich meine ja nur. Tschüss. Wow, er kriegt ein paar Level. Ich glaube sogar zwei. Fußtritt. Ist theoretisch besser wie der Zertrümmerer, aber nö. Oh, nicht. Wir haben einen Doppelkick erreicht. Na, ja, fast. Eindrucksvoll, warum kann ich nicht gewinnen? Weil du so schlecht bist. Ja, verstehe, meine Stärke basiert auf Vertrauen sich in deinem Pokémon. Aber sagen wir mal, ich habe noch einen Effekt nach Kampf verloren. Wer ist es denn? Lass mich raten. Ich wollte gerade sagen. Hallo! Hat ihr zwei vielleicht eine Sekunde Zeit, um mich hier zu treffen? Professor Eiche, was gibt's? Welcher einen Anruf nicht zu merken zu haben. Was treibst du schon wieder? Na gut, ich muss später eben noch mit dir Kontakt aufnehmen. Was ist da, meine Freunde? Wir treffen uns am Tor von Rayono City. Wie mein? Also dann, auf zum Tor von Rayono City gelangen, müssen wir Route 4 immer weiter nach Norden folgen. Danke, dass du mir sowas obvious technisches erzählst. Ach ja, der Vogel ist da vorne. Boah. Okay. So, hier kann man doch bestimmt Pokémon fangen. Ein Feuerheiler. Kann ich keine Pokémon fangen? Wie war es nochmal? Oder ich hatte so viel Glück, dass hier kein Pokémon kommt. In Anführungszeichen. Hier müssen doch Pokémon kommen. Ah, wollte gerade sagen. Das ist aber nicht das, was ich haben will. Das Ding ist ekelhaft, dumm und sieht scheiße aus. Wie die meisten Pokémon bei Schwarz. Ich meine, guck ich mal den Zellet an. Man hat eiskalt Karate-Kung-Fu-Typen als Pokémon genommen. Wahnsinn. Genau wie Jiu-Jitsu. Ich will dich nicht haben. Mann, geh weg. Verschwinde!
Ich glaube, ich komme auch dazu, das ins Team zu nehmen. Dann muss ich wieder einmal zurückgehen. Ja. Willst du mich verarschen? Warum kommst du dreimal hintereinander? Das ich haben will, willst du auch hier locker kommen. Grrr. Ne? Na super, die Katze will raus. 2 Sekunden, Leute, ich suche gerade noch ein wildes Pokémon und bin ganz kurz AFK. Was zum Teufel? Ich gebe den ganzen noch 2 Versuchen, habe ich keinen Bock mehr. Dann sage ich ihm, Markus, soll sich das Ding fangen. Oder kamst du erst vor? Auf der anderen Seite der Wüste? Ach, ich weiß es nicht mehr. Ah, geht doch. Garnovil, genau das will ich haben. Das Pokémon ist nämlich ziemlich cool. Mal gucken, ob es so schon klappt. Wir haben ein Pokéball. No. Hm, okay. Wie kann man es jetzt mit dümmsten Schwächen? Ich glaube, der Trümmerer von dem Seilet würde ihn umnieten. Da müssen wir mal tauschen. Haben wir irgendwas Schwaches? Ja, Bertram haben wir doch. Wobei Bertram... obwohl, wir haben mal einen anderen Attack mit Bertram. Sandgrab? Komische Attacke. Ich hoffe, Bertram ist schneller. Ja, was setzt gegen dich jetzt im dümmsten ein? Aquaknarre sollte ich nicht direkt umbringen. Ja, toll. Noch ein Volltreffer nebenbei. Und es hat Hochmut. Okay, das will ich haben. Ja, Grünchen hat einen scheiß Angriff. Sollte man locker mit was mit schwächen können. Und ja, Markus, es hat noch Arme. Siehst du das da? Ist mal schneller. Oh, das ist doch ganz netter Schaden zum Fangen. Ich bin gerade am Überlegen. Nicht, dass ich gleich einen Volltreffer mache. Dann würde ich lieber sagen, wir werfen einfach mal. Mein Hochmut Garnovi hätte ich sehr gerne. Jawohl. Garnovi wurde gefangen. Garnovi, es lebt im Wüstensand, der durch die Sonne erhitzte Sand gewährleistet, dass es immer schön warm eingepackt ist. Ja. Natürlich möchte ich einen Spitznamen geben. So, mir fiel kein besserer Name ein. Und bestimmt schlägt mich Markus, weil ich gleich hier falsch schreiben werde. Aber ich nenne es den... Der Krokodok. Ach ja, da werden Kindheitserinnerungen wieder wach. Hieß er Krokodok damals? Ich weiß es nicht. So, ich gehe jetzt noch einmal heilen und Pokémon tauschen. Und gehe dann wieder zu Beginn der Route, um halt Markus den Weg zu leiten. Er soll halt mit den Trainern kämpfen. Soll ich gerne mit direkt vorne wegsetzen? Ich weiß nicht. Nö. So gut ist Garnovil auch wieder nicht, ganz vorne wegzulassen zu werden. Wobei Garnovil? Stimmt, Garnovil können wir theoretisch gut einsetzen gegen die nächsten Arena. Ach nein, scheiße, um mich hier dann gegangen. Ja, ich krieg Blitz. Wie der auch meinte, dass ich mich erschrocken habe. Ich meine, der sitzt ja dahinter der Mülltonne. Ich kam auf einer anderen Seite, also habe ich ihn schon längst gesehen. Wie will er mich erschrecken? Pokémon-Logik halt. Werde ich mir ein klein wenig überziehen, ne? Ja gut, ich will es Markus Wieser auch nicht jetzt einfach hier so rauslassen. Er weiß nämlich wieder nicht, wo es lang geht. Er kennt das Spiel halt nicht so gut wie ich, deswegen muss ich ein bisschen darauf achten.
Immerhin achte ich auf sowas. So. Garnovel bewegen. Auf Wiedersehen, Bertram. Wir werden dich nicht vermissen. Um mal ganz kurz das Interesse zu gucken, was ist das eigentlich für ein Wesen? Ach du Scheiße, erhöhte Angriff und weniger Init. Ich meine, der Init, die Init-Senkung ist natürlich ein bisschen doof, aber der Angriffsschub mit dem Hochmut. Boah. Das Ding wird später ordentlich Damage machen. Ja. Ich mag Garnovil. Wobei, es ist ja der Krokodok, Entschuldigung. Habe ich letzten Part nicht gesagt, ich will den nächsten ein bisschen kürzer machen. Ja, leider musste ja die ganze Kanganovil kommen. Grrr. Entschuldigung. Nun gut, Leute, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mal schauen, wo ich rausgelassen werde. Bis dahin. Tschüss.